5 Jahre sind für ein junges Unternehmen eine magische Grenze. Immerhin 65% der Neugründungen überstehen diese Phase. Grund genug für die junge Wirtschaft Grieskirchen, erfolgreichen Gründern einen Preis zu verleihen. Den ersten High Five Award holte Liberty.home aus Haag. Liberty.home hat es geschafft, hier wirklich diesen Kinderschuhen zu entwachsen, und man hat es heute gesehen in der Vorstellung, jetzt geht es in die Serie, jetzt kommen die größeren Stückzahlen. Also man ist raus aus dem Prototypenbereich, rein jetzt richtig auch in eine gewisse kritische Masse, und also wie es ich heute gesehen habe, das funktioniert ganz sicher, und ich bin mächtig stolz auf diese junge Truppe, was die hier aufgestellt haben. Der Preis soll den Mut und die Motivation der jungen Unternehmer stärken. Sie haben klasse Philosophie, was ein Produkt betrifft, wieso dass sie das machen, wie sie es machen. Und wir waren alle gleich voll begeistert und gesagt, ja, tolle Geschichte, das Unternehmen müssen wir vor den Vorhang holen. Die kleinen Häuser von Liberty.home werden in modularer Holzbauweise sehr individuell und vor allem innovativ produziert. Nachhaltigkeit spielt dabei eine große Rolle. Gemeinwohlinteressen, Umweltinteressen haben gleichwertig mit Profit zu behandeln, und das eröffnet natürlich ein neues Fenster, wo wir mit Liberty einfach in unserer Bubble, in unserer Bauwirtschaft einfach das vorantreiben möchten. Ja. Und das aber sehr generationsübergreifend sehen und sehr, sehr langfristig sehen. Und da ist es halt einfach dann interessant, wenn man neue Ansätze findet, wie zum Beispiel, wie man sieht, einen ganzen Supermarkt in Kobel wirklich flächenversiegelungsfrei aufstellen zu können. Dann geht es hin bis zu ganzen Chaletdörfer ohne Flächenversiegelung. Das ist halt das Entscheidende, glaube ich, sich zu polarisieren, abzuheben. Und natürlich in dem Fall Nachhaltigkeit, in dem Fall Carbonverbrauch. Es wird auf Schraubfundamente erstellt und ist mobil und transportierbar und wieder aufstellbar, also mit nachhaltigen Bauelementen und Bauprodukten, also optimal. Das ist genau das, was die Zukunft, der Trend ist und was wir brauchen in der Wirtschaft. Warum sind gerade die ersten 5 Jahre so kritisch? Schwierig wird es dann, wenn ich wirklich sozusagen weitere bürokratische Hürden habe, natürlich die ersten Kunden zu finden und das ist ein Riesenthema, sich laufend auch selbst motivieren zu müssen, bis sich dann einmal der Erfolg auch entsprechend einstellt, weil der Erfolg kommt, wie wir alle wissen, nicht von selbst. Die nächste Preisverleihung findet beim Grill and Chill der jungen Wirtschaft statt. Sommer, Sonne, Badespaß. An heißen Tagen sind die Freibäder ein wahres Paradies. Und so viel Action im kühlen Nass macht bekanntlich auch hungrig. Wie gut, dass es im Machtrenker Freibad das Natelex gibt. Ein Freibadbuffet als Partner von Genussland Oberösterreich. Die Idee dazu hatte Chefin Nathalie. Weil uns einfach immer schon das Regionale viel wichtig war und dass man einfach die Direktvermarkter in der Umgebung unterstützt. Und dass halt einfach auch alles ein bisschen mehr in Österreich bleibt. Und darum haben wir gesagt, wir fragen einfach einmal an, wie das ausschaut, was man alles machen muss. Und für uns hat das voll gepasst und darum sind wir dazu gegangen. Ja. Seit letzten Sommer betreiben Nathalie und Alex das Freibadbuffet. Und die Auswahl an regionalen Speisen ist groß. Zum Beispiel Nudelsalat, wo das Gemüse alles aus der Region kommt. Schnitzelsemmel zum Beispiel. Wir haben unsere Pommes, wo wir auch umgestellt haben, da haben wir extra einmal zertifizierte Pommes gekauft. Wir haben die Wraps, wir machen da alles selber, den Hummus. Wir haben in den Schnitzelsemmeln eine Remoulade drin, die was wir selber machen. Ein Angebot, das bei den Gästen sehr gut ankommt. Ja, ich finde das super. Ich schaue auch beim Einkauf so, dass ich eben einmal Gütesiedlung das kaufe, weil man ja einfach auf das schauen soll. Das ist meine Meinung und meine Einstellung, sagen wir so. Auch im Bereich des Umweltschutzes achten Nathalie und Alex auf den ökologischen Fußabdruck. Wir haben alles umgestellt auf Bio-Abbaubar, das heißt die Besteck, Becher, die Trinkhalme. Wir können alles in Biomüll reinschmeißen, also da haben wir nicht gespart. Die Servietten sogar, alles, das ist alles Bio-Abbaubar bei uns. Somit steht einem regionalen nachhaltigen Sommer mit einer Extraportion an gutem Gewissen nichts mehr im Wege. Am Samstag, den 21. August, ist es endlich soweit. Wir dürfen unsere Helfer am Tag der offenen Tür hautnah kennenlernen beim ÖAMTC Grieskirchen. Ein abwechslungsreiches Programm wird Sie und Ihre Familie erwarten. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Die letzten Tage vor dem sportlichen Highlight des Jahres in Grieskirchen. Hunderte ehrenamtliche Helfer stampfen innerhalb weniger Tage eine komplette Faustballarena aus dem Boden. Ganz Grieskirchen packte mit an und alle warteten schon auf den Eröffnungstag. Wenn man so sieht, wie emsig die Bindchen auf der einen Seite unterwegs sind, wie locker sie aber und gelöst sie schon lachen, ich glaube, die Hauptarbeit ist passiert. Also ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Das hat bisher immer geklappt und da hält uns auch kein Regen oder kein Wetter davon ab. Das schaffen wir schon. Dann konnte den Spielern ja nichts mehr, nicht mal das Wetter im Wege stehen. Nach dem ersten Spieltag fieberten alle der großen Eröffnungsfeier am Donnerstag entgegen. Der bunte Reigen von 25 Mannschaften aus aller Welt zog über den Center Court. Das war alles so einfach für die Mannschaften, daher zu kommen. Und dass das gelungen ist, dass die da sind und dass wir tatsächlich rund um den Erdball sozusagen Mannschaften trotz der schwierigen Zeit da haben, ja, das ist emotional und da freut man sich ungemein. Die Stimmung beim Publikum und auch das Wetter war bestens. Nach den Begegnungen am Freitag fanden am Samstag auch schon die ersten Finalspiele statt. Österreich gegen den Nachbarn Deutschland. Unabhängig davon, dass wir jetzt heute Weltmeister geworden sind, aber was die Verantwortlichen hier vor Ort auf die Beine gestellt haben, war absolut großartig. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt und die Stimmung heute, die war sensationell. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass sich die Heimmannschaften jeweils den Deutschen geschlagen geben mussten. Egal. Am letzten Tag, dem Sonntag, standen sich erneut Österreich und Deutschland in den zwei Finalspielen gegenüber. Einmal mehr war das Stadion ausverkauft und das trotz dem Himmel, der über die österreichischen Niederlagen weinte. War super schön. Also klar, Wetter kann man nichts für, aber die letzten Tage war es super warm. Die Anlage ist super vorbereitet, viele Einspielfelder. Also besser kann es eigentlich nicht laufen für so eine große Veranstaltung. Die ganzen Fans, dass wieder ein bisschen Normalität einkehrt, nachdem der Virus so lange reagiert hat. Ist einfach unglaublich, dass wir so vor so vielen Zuschauern und vor so einer Kulisse spielen durften. Also ich habe so eine Veranstaltung noch nicht erlebt. Wirklich brutal gut. Und das unter den Bedingungen, unter Corona-Bedingungen, da muss man echt den Hut ziehen. Ganz großer Dank an Grieskirchen. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Viermal Silber für Österreich und am Ende hatte auch Petrus noch ein Einsehen. So wurde die Schlussfeier zu einem wahren Fest. Ja, nachdem jahrzehntelang der Verbrennungsmotor dominiert hat, haben wir jetzt in der alternativen Antriebsform einen breiten Mix an elektrischen Antriebsformen. Und den möchte ich jetzt erklären. Ja, wir brauchen dazu einmal klar ein Auto. Und die erste Antriebsform ist die sogenannte Mild-Hybrid-Antriebsform. Die besteht trotzdem nur aus einem klassischen Verbrennungsmotor. Zusätzlich hilft diesem Verbrennungsmotor ein kleiner Elektromotor. Und die Energie für den Elektromotor wird an einer kleinen Batterie gespeichert, die was meistens unter dem Sitz verbaut ist. Ja, beim Mild Hybrid wird die Energie vom auslaufenden Fahrzeug in der Batterie gespeichert und der kleine Elektromotor hilft dann dem Verbrennungsmotor beim Beschleunigen wieder. Das bringt den Vorteil, dass der Verbrauch vom Fahrzeug runtergeht und mehr Fahrspaß durch mehr Drehmoment entsteht. Die nächste Technologie ist die Hybridtechnologie. Bei der Hybridtechnologie haben wir zum Verbrennungsmotor einen größeren, stärkeren Elektromotor und auch eine größere Batterie zum Energiespeichern. Was ist der Unterschied zu der Mild-Hybrid-Technologie? Der Hybrid kann elektrisch kurze Stücke alleine fahren und die Leistungsstärke von dem System ist viel höher. Eine weitere Technologie ist die Plug-in-Hybrid-Technologie. Dort haben wir wieder den klassischen Verbrennungsmotor, einen starken Elektromotor und eine Batterie. Aber der große Vorteil von der Plug-in-Technologie ist, dass man die Batterie auch mit dem Strom laden kann. Und so ist man kostengünstig unterwegs die ersten 50 Kilometer, nur mit Strom. So, und jetzt schauen wir noch zu der rein elektrischen Technologie. Dort haben wir keinen Verbrennungsmotor, also weg mit dem. Aber einen riesengroßen, starken Elektromotor. Dazu eine ganz große Batterie, die was man natürlich auch laden muss. Und so fährt man mit dem Auto dann rein elektrisch, so wie mit unserem neuen Mustang Mach-E mit einer Reichweite bis zu 610 Kilometer. Mein Tipp für die richtige Wahl der Antriebsform, schaut euch auch euer Fahrprofil an, was ihr täglich fahrt
und die Ladeinfrastruktur, die was zu Hause oder im Betrieb vorhanden ist. Weil nur, wenn man dort laden kann, ist elektrisch fahren richtig günstig. Swing in the Fields am 27. August am Irkhof in St. Georgen bei Obernberg. Die Lungau Big Band kommt mit illustren Gästen. Es wird ein Abend im Zeichen von Ray Charles. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Projekt Perspektive Jugend des Rotary Braunau zugute. Laut einer aktuellen Statistik des ÖAMTC endeten 2020 in Österreich insgesamt 39 Unfälle mit dem Fahrrad tödlich. Um die Sicherheit für Radfahrende sowie E-Biker zu erhöhen, benötigt es Maßnahmen, so wie in Bad Schallerbach. Hier hat der allseits beliebte Drahtesel nämlich einen ganz besonderen Stellenwert. Bad Schallerbach ist eine sogenannte fahrradfreundliche Gemeinde. Was versteht man unter dem Begriff fahrradfreundliche Gemeinde? Unter diesem Begriff versteht man, dass sich eine Gemeinde intensiv mit dem Fahrradverkehr beschäftigt und dieser Wettbewerb, der vom Kuratorium für Verkehrssicherheit ausgerufen wurde, beschäftigt sich allgemein mit gefährlichen Straßenkreuzungen, mit ruhendem Verkehr und Alltagsverkehr, Gästeverkehr, also sprich mit allen Dingen, die mit dem Fahrradverkehr zu tun hat. Und dafür haben sich die Schallerbacher ordentlich ins Zeug gelegt. 2013 wurde die Marktgemeinde sogar als fahrradfreundlichste Gemeinde Österreichs ausgezeichnet. Wie kommt man zu dieser Ehre überhaupt? Das war in Bad Schallerbach eigentlich ganz kurios. Wir haben uns da beworben bei diesem Wettbewerb, haben eigentlich gar nicht geglaubt, dass wir da genau geprüft werden und das Kuratorium für Verkehrssicherheit ist dann mal im Sommer mal nach Bad Schallerbach gekommen und mit drei Prüfern wurde das ganze Gemeindegebiet geprüft, wurde diese Kreuzungen, diese Bauten, das wurde alles genau in diesen Wettbewerb eingearbeitet und Bad Schallerbach konnte sich in dieser Kategorie österreichweit durchsetzen. Die Auszeichnung wird jährlich verliehen. Jurymitglieder sind Verkehrsexperten des KfV und der Partnerorganisationen Österreichischer Gemeinde- und Städtebund, BMVIT, Lebensministerium, ARBÖ, AUVA und ÖAMTC. Wie konnten diese Bauten in Bad Schallerbach so rasch umgesetzt werden? Naja, so rasch umgesetzt sind diese Bauten eigentlich nicht geworden, sondern es ist in Bad Schallerbach ein Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung und auch Investitionen in den Fahrradverkehr, vor allem in den Alltagsradverkehr. Es wird jedes Jahr bei der Budgeterstellung alles, was mit Straßenbau zu tun hat, auch im Bereich des Radfahrverkehrs mitgedacht und somit hat sich in den letzten 10, 15 Jahren in Bad Schallerbach eigentlich ein sehr, sehr gutes Alltagsradwegenetz ergeben. Und das wird eigentlich jährlich immer weiter ausgebaut und es werden auch jährlich immer wieder Maßnahmen oder Investitionen in den Alltagsradverkehr gesetzt. Diese Maßnahmen wurden jetzt nicht gezielt für diesen Wettbewerb gesetzt, sondern sind einfach Ergebnisse aus dieser jahrelangen Entwicklung. Mehrere hunderttausend Euro flossen so in den vergangenen Jahren in den Aus- und Neubau des Radverkehrsnetzes. Warum fährt auch der Bürgermeister fast nur mit dem Fahrrad zur Arbeit? Also da darf ich eins sagen, der Bürgermeister fährt nicht nur fast nur mit dem Fahrrad zur Arbeit, sondern er fährt eigentlich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit und das eigentlich aus Überzeugung. Auch in einer Zeit, wo ich noch nicht Bürgermeister war, habe ich versucht, in Bad Schallerbach alle Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Das mache ich eigentlich aus Überzeugung, weil ich mir sicher bin, dass man gerade in einem Ortsgebiet wie Bad Schallerbach Wege mit dem Fahrrad immer schneller zurücklegen kann als mit dem Auto. Und als überzeugter Klima- und Umweltschützer gibt es da eigentlich nur die Alternative mit dem Fahrrad. Radfahren ist also nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für den Geldbeutel und die Gesundheit. Verkehrssicher ist es auch, so zumindest in Bad Schallerbach.
Die Kraft der Trauen wurde schon seit dem Mittelalter von den Menschen genutzt, um mittels Wasserrädern Mühlen zu betreiben. Dazu wurde der Mühlbach, ein Nebenarm der Traun, abgeleitet. Um die vorige Jahrhundertwende wurden dann Turbinen erfunden, um aus Wasser elektrische Energie zu erzeugen. Und so wurde im Jahre 1899 mit dem Bau eines Kraftwerks in Traunleiten begonnen. Die Welser waren zu dem Zeitpunkt noch nicht überzeugt, ob ein hoher Bedarf an Strom überhaupt entstehen würde. Und außerdem gab es bereits ein Gaswerk, das die Stadt Wels mit der damals nötigen Energie versorgte. Doch ein Ereignis dürfte ein Umdenken bewirkt oder zumindest beschleunigt haben. Elektrizität war ja zu dieser Zeit noch eine völlige Neuigkeit. Und 1880 wurde das Volksfestgelände fertiggestellt. Und die Welser haben sich da eine besondere Attraktion einfallen lassen. Sie wollten dieses Gelände elektrisch beleuchten. Zu diesem Zweck hat man Gaslampen ersetzt durch elektrische Lampen. 16 Lampen sind angeschafft worden. Die wurden natürlich mit Strom betrieben. Und das war ein riesengroßer Erfolg. Die Beleuchtung hat wunderbar funktioniert. Es wurden einzelne Stellen taghell erleuchtet mit Scheinwerfern, die auf den Hallen platziert worden sind. Angetrieben wurden die Generatoren durch eigene Maschinen. Und da ist dann der Gedanke auch den Welsern gekommen, vielleicht brauchen wir diese Elektrizität doch. Und das war auch der Beginn der Probebeleuchtung in der Stadt Wels, als erster Anfang sozusagen und auch der Beginn der Straßenbeleuchtung insgesamt in Wels. Ab der Jahrhundertwende stieg der Strombedarf und Verbrauch stetig. Sowohl was die Anschlüsse in Privathaushalten als auch ständig wachsende Firmen als Kunden und Partner betraf. Darunter die Nettingsdorfer Papierfabrik, Stern und Haferl, sowie die Stadt Linz ab 1908. Die Einnahmen aus dem Stromgeschäft waren inzwischen so erfreulich, dass man im Jahre 1910 auch an Investitionen denken konnte, die eine sogenannte Maschinenreserve darstellten. Ein 1000 PS starker Generator gelangte in der Kraftstation als Reserve zur Aufstellung. Bis zum Ersten Weltkrieg ist die Geschichte des Kraftwerks Traunleiten geprägt von kontinuierlichem Wachstum. Umlandgemeinden wurden angeschlossen. Die Zwischenkriegszeit und der Zweite Weltkrieg brachten ein ständiges Auf und Ab in den Umsätzen und auch in den Besitzverhältnissen. Im Jahre 1950 konnten erstmals seit Kriegsende alle Kundengruppen wieder ausreichend mit Strom versorgt werden. Und ab den 1960er Jahren folgte kontinuierlicher wirtschaftlicher Aufschwung, von dem auch Wels Strom profitierte. Und ständig wurde von da an in Ausbauten und Sanierungen investiert. 1991 kam es zu einer Generalsanierung des Oberwasserkanals. Dabei wurde erstmals auch ökologischen Aspekten Beachtung geschenkt. Laut den Berichten hierzu gab es einen ökologischen Mehraufwand von ca. 10 Millionen Schilling. 120 Jahre nach dem ersten Bau setzt Welsstrom mit dem Neubau des Kraftwerks Traunleiten einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte, um Wels und seine Bevölkerung für die nächsten 100 Jahre mit Ökostrom zu versorgen. Dank neuer vom Bund zugesagten Mittel können in den nächsten Jahren weitere 2100 Haushalte im Bezirk Griskirchen mit Breitband versorgt werden. Ein wichtiger Schritt, um den ländlichen Raum attraktiv zu gestalten, so ÖVP-Bezirksparteiobmann Peter Oberlehner. Landtagspräsident Wolfgang Starneck besuchte das Haager Heimatmuseum im Schloss Starhemberg. Starneck lobte das Engagement eines jeden Heimatvereins, die mit der Heimat verbunden sind. Die Siegerin des Silvesterlaufs in Peuerbach, Perut Chemutai, holte in Tokio im 3000 Meter Hindernislauf Gold. Schlüsselberg und Tollet sind Bauernhöfe, auf denen Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung leben und arbeiten. Mit der sinnerfüllenden Beschäftigung am Hof und der Möglichkeit eines Praktikums bei einem Partnerbetrieb werden die jungen Menschen auf den regulären Arbeitsmarkt vorbereitet.
12 Studentinnen aus 7 Ländern der International Academy am Campus Wels sammeln Auslandserfahrung und besuchten dabei auch Christkirchen. Da eine alleinerziehende Mutter einen Säugling mit einem Tumor pflegen muss, beantragte sie Pflegegeld, sie bekam allerdings lediglich Pflegestufe 1. Die Arbeiterkammer Christkirchen erstritt für die leidgeprüfte Mutter monatlich weitere 300 Euro Pflegegeld. Willkommen Oberösterreich, willkommen zurück in der Normalität. Der Seniorenbund Oberösterreich tourt dieser Tage mit Landesobmann Püringer durch alle Bezirke, um endlich wieder Gemeinschaft erlebbar zu machen und Kultur in die Region zu bringen bzw. die regionale Kultur auf die Bühne zu bringen und wieder gute Stimmung zu verbreiten, denn das ist nach einer Pandemie das Wichtigste, dass die Leute wieder gern zusammenkommen. Neben verschiedener musikalischer Darbietungen fungiert Josef Püringer im Zuge der Willkommen Oberösterreich-Tour auch als Moderator. Für den Seniorenbund Landesobmann kein fremdes Terrain. Moderator habe ich meine Jugend in meiner vorpolitischen Zeit gemacht und jetzt mache ich es dann und wann auch wieder. Natürlich sind meine Moderationen immer mit Witzen ein wenig gespickt, denn die Witze gehören zu mir dazu. Er ist ein begnadeter Witzeerzähler und hat vor allem ein Riesenrepertoire. Da ist er sicher ein ganz, ganz großes Vorbild wie in anderen Bereichen auch. 2 Stunden lang wird den Senioren ein buntes Bühnenprogramm bei Speis und Trank geboten. Und vor allem eines ließ die Herzen der Besucher höher schlagen. Echte Volksmusik, weil so U-Musik, das gefällt mir wenig, aber das hat mir gefallen. Ich liebe auch wirklich Volksmusik. Wir haben so tolle Gruppen in Oberösterreich und da weiß man, wofür man lebt. Da beschwingt man sich in Höhen, die man sonst nicht erreichen könnte. Das macht Kultur auch in Oberösterreich aus. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Und ich bin so froh, dass man nach so langer Zeit wieder mal so viel Leute sieht. Ja, es war fast 1,5 Jahre nichts. Ne? 17, 16 Monate war ja gar nichts. Jetzt haben wir wieder was und ich hoffe, dass wir es auch wieder so haben in Zukunft. Das ist einfach klasse. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin so happy, ich bin so glücklich. Und schön ist, dass es die Senioren gibt. Ganz Oberösterreich muss sehen, dass der Seniorenbund lebt. Und außerdem müssen wir unsere Funktionäre und Mitarbeiter natürlich hin auf den 26. September motivieren. Denn wir wollen, dass Thomas Stelzer unser Landeshauptmann bleibt. Und da wollen wir Senioren einen starken Beitrag leisten. Kreatives Bauen mit Metall. Das verspricht das Familienunternehmen Domico in Vöcklermarkt und Pötting. Und das quer durch alle Bereiche. Von der Bautechnik als bautechnischer Zeichner oder bautechnische Assistenz in der dualen Akademie bis hin zur Produktion als Prozesstechniker. Und natürlich die Bürokaufleute dürfen nicht fehlen in diesem Reigen. Der INEO-Lehrbetrieb produziert hochwertige Dach-, Hallen- und Fassadensysteme und legt auf eine fundierte Ausbildung größten Wert.
unsere Produkte sind alles patentierte Eigenentwicklungen. Das heißt, man kann es nur bei uns lernen. Und dann hat man wirklich auch das Handwerkszeug dafür, bei uns weiterzuwachsen und sich weiterzuentwickeln. Und das bieten wir jungen Fachkräften, Interessierten an. Also ich habe es daheim gemerkt, wenn ich daheim mithelfen muss, das ist auch, die, ich glaube, in der Schule nie gelernt. Das ist schon cool. Und das ist das Produkt, das wir haben, das ist sehr besonders. Und die Arbeitsabläufe sind echt spannend immer bei den Maschinen. Langeweile ist bei Domico definitiv ein Fremdwort. Unsere Firma ist so facettenreich und wir haben so viel Verschiedenes, dass jeden Tag irgendwas Neues zum Tun ist. Und darum wird man halt jeden Tag neu herausgefordert und vor neue Fragen gestellt. Für die sucht man dann Lösungen. Das ist super, das mag ich schon. Ich gehe ab und zu auch zum Trunkkante. Das ist auch gute Arbeit, da kann man viel kanten, viele unterschiedliche Sachen. Immer neue Sachen, es ist schon Abwechslung, gute Abwechslung. Außerdem herrscht bei Domico ein ganz besonderes Arbeitsklima. Ja, im Unternehmen ist, dass man einfach eine flache Hierarchie haben mit der Geschäftsführung, einen guten Kontakt hat, auch im Unternehmen, dass man mit den Mitarbeitern sich gut versteht, dass wir ein gutes Teamarbeiten haben, ein sehr gutes Lehrlingsteam. Es ist eine Domico-Familie und genauso wird er gearbeitet da jeden Tag. Jeder hilft jeden und so können wir weiter. Wenn auch du Teil der Domico-Familie werden willst, dann informiere dich unter domico.at. Es besteht kein Zweifel. Das Fahrrad hat bei unseren Landsleuten einen großen Stellenwert. Und die Zahlen belegen es auch, dass Oberösterreich ganz klar das Radfahrbundesland Nummer 1 ist. Wir haben rund 2100 Kilometer Radfahrwege, wir haben über 3000 Kilometer Mountainbike-Strecken, die erlaubt sind und eben viele, die das nutzen wollen. Und Gott sei Dank haben wir auch Fahrradproduzenten Österreichs hier, wie bei KTM Fahrrad beispielsweise. Alleine in der aktuellen Saison hat KTM 350.000 Fahrräder, davon 230.000 E-Bikes verkauft. 85.000 Fahrräder mehr als in der Saison vor Corona. Tendenz stark steigend. KTM Fahrrad hat daraufhin mit einem Investitionspaket in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro reagiert. Das bedeutet ein Bau von 4 Hallen gleichzeitig, die wir angehen. Das ist die erste Halle für Produktionsmaterial, dann eine nagelneue, hochmoderne Lackieranlage. Und gleichzeitig entstehen gerade noch 2 Logistikhallen, 2 Kilometer weg von hier. Der Fahrradboom schlägt sich auch in den Mitarbeiterzahlen nieder. Innerhalb der nächsten 2 Monate werden wir 100 neue Mitarbeiter benötigen, vor allem bei uns in der Produktion. Und innerhalb der nächsten 12 Monate brauchen wir 300 zusätzliche Mitarbeiter, um unsere Räder fertig zu produzieren. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, gibt es seit kurzem auch den Lehrberuf des Fahrradmechatronikers. Man hat schon gesehen, vor 2 Jahren probiert, waren 2 Jugendliche im Jahr darauf jetzt schon 29. Also da sieht man, die Wirtschaft verändert sich und neue Produkte, neue Innovationen sorgen auch für neue Arbeitsplätze. Auf alle Fälle. Also wenn ich auch schaue, wie der E-Bike-Boom gerade läuft und der Bike-Boom, dann braucht man Fachkräfte, die diese hochtechnischen Geräte servicieren, reparieren, instand setzen und da braucht man unbedingt junge Kräfte, die das machen. Apropos Ausbildung. Mit der KTM E-Bike Academy wird auch auf sicheres Radfahren gesetzt. Die erste Säule ist, was darf man mit dem E-Bike, was ist erlaubt, Straßenverkehrsordnung, bis hin, wie verhalte ich mich im Gelände. Die zweite Säule ist, dass man ein bisschen Techniktraining macht. Und die dritte Säule ist natürlich das Material, welches Rad nehme ich, für was. Das hilft sicher vielen Leuten beim Fahren mit dem E-Bike. Damit Oberösterreich auch das sicherste und innovativste Radfahrbundesland ist und bleibt. Eine unserer liebsten Freizeitbeschäftigungen ist sicherlich das Wandern. Hier in Kopfing finden sich unzählige Wege, die in die idyllische Natur einladen.
Was auf den ersten Blick vielleicht selbstverständlich erscheint, ist, dass die Wege hier nicht nur bestens beschildert, sondern auch bestens gepflegt sind. Das ist kein Zufall. Verantwortlich dafür sind die Wanderwegpaten. 7 Wege haben wir übrigens. 7 schöne Wanderwege hergerichtet haben und markiert haben. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert. Haben wir dann gesagt, ja, wir müssen ja auch die Wege erhalten und pflegen. Und da haben wir gesagt, da war es nicht schlecht, wenn wir so Wanderwegepaten hätten. Und da haben wir dann geschaut, dass wir Freiwillige finden, die das einmal gern tun, die gern in der Natur sind, die gern wandern und die das dann ehrenamtlich auch machen. Aktuell kümmern sich 16 Freiwillige um die Pflege der rund 80 Kilometer Wanderwege rund um Kopfing. Die Arbeit ist dabei vielfältig. Bei dem ist was zum Tun, der steht schief. Dann, ja, da habe ich mir ein Ding hergekriegt. So Pflöcke. Und die schlage ich dann auf der Seite da ein. Und der Pflug hält das wie 1A. Es wird zumindest zweimal im Jahr der ganze Weg abgegangen und geschaut, was alles zum Tun ist. Und das funktioniert bis heute, jetzt haben wir doch schon 15, 16 Jahre tadellos. Zu tun gibt's genug. Gewisse Voraussetzungen sollte man aber als Wanderwegpate schon mitbringen. Geschick braucht man so ein technisches. Die Arbeiten sind aber nicht sehr kompliziert. Und die Arbeiten kann man sich auch frei einteilen. Während des Sommers ist halt ein wenig mehr zu tun, weil gerade in der Vegetationszeit muss man jene Pflöcke, die auf die Wiesen oder an den Straßenrennen stehen, des Öfteren ausmähen. Also Wanderpate muss man mal gern in der Natur sein und man muss natürlich auch die Bereitschaft und die Einstellung haben, dass man für die Allgemeinheit ehrenamtlich was tut und das muss man einfach gern tun und dann ist das auch überhaupt keine Belastung. Das Holz, das verwittert im Laufe der Zeit und da haben wir dann die Holzteile abmontiert, mit einem Hobel abgehobelt, wieder aufgeschraubt und mein Kollege, der hat das dann lackiert und schaut wieder einladend aus und lädt ein, dass sie die Leute, wenn sie da vorbeikommen, vielleicht da was zum Trinken oder zum Essen mit haben, sie niedersitzen und Zeil da bleiben. Und Plätze zum Verweilen und vor allem Wandern gibt es rund um Kopfing eine Menge. Grund genug, diese den Wanderfreunden in einer Wanderkarte näher zu bringen. Kriegt man am Gemeindeamt, die kann sich jeder abholen, wann das wer will. Und sie gibt es auch in digitaler Form. Das kann man über die Gemeinde-Homepage, geht man da auf den digitalen Ortsplan. Und dann kann man sich die mit einem QR-Code die GPS-Daten abladen und kann sich das aufs Handy aufspülen. Und dann die Wege über diese digitale Art und Weise begehen. Pläne gibt es auch für die zahlreichen Hinweisblöcke auf den Wanderwegen. Es sind insgesamt 291 und jeder Weg, da haben wir einen Plan angefertigt und in dem Plan ist die Route drinnen und auch einzeichnet, wo der Pflug steht. Für jeden Pflug gibt es dann ein DIN A4-Blattl, wo drauf ist, welche Schilder sind oben, auf welcher Seite sind sie oben, damit, wenn irgendwas ist, man weiß, wenn der Pflug wegkommt, was ist denn da alles umgegangen? Alle Wanderwege, die was jetzt gelb markiert sind, die sind als Rundwege ausgelegt. Mhm. Und die sind in beide Richtungen begehbar und auch beschildert. Also es ist egal, wo man einsteigt, man kann an jeden beliebigen Punkt des Weges einsteigen und in beide Richtungen gehen und die sind da gut markiert, dass man sich dort zurechtfindet. Darauf können sich die Wanderfreunde verlassen. Die abwechslungsreichen Wege sind durchwegs gut beschildert und bieten mitunter erstaunliche Ausblicke. Initiiert wurde das Projekt der Wanderwegpaten gemeinsam mit der gesunden Gemeinde. Ein Modell, das sicherlich dem einen oder anderen Wanderweg auch gut tun würde. Spätestens seit Homeoffice und Distance Learning ist uns allen die Bedeutung eines schnellen Internets bewusst. Dank harter Verhandlungen seitens des Landes sichert sich Oberösterreich einen Löwenanteil der Förderungen für den Ausbau von Glasfaserleitungen.
Die Digitalisierung hat man jetzt gemerkt, ist die Basis letztlich für einen modernen Wirtschaftsstandort. Und daher haben wir schon vor Jahren begonnen, dass wir diese digitale Infrastruktur nach Kräften ausbauen. Wir sind beim Bund nicht sehr beliebt in Oberösterreich, weil wir schon das Doppelte, was uns zustehen würde, an Fördergeldern abgeholt haben. Nur, wir haben immer argumentiert, wir sind auch als Oberösterreich der Wirtschafts- und Industriemotor der gesamten Republik. Wir sind quasi Nettozahler nach Wien und wir müssen um das schneller sein, was wir heute halt auch besser sind. Und daher geben wir da weiterhin Gas. Beim letzten Fördercall, wo der Bund 185 Millionen Euro wieder ausgeschüttet hat, sind 155 Millionen nach Oberösterreich gekommen. Deswegen, weil wir natürlich das Glasfaser und das schnelle Internet in alle Regionen Oberösterreichs bringen wollen. Vor allem Ausbauprojekte in ländlichen Regionen werden dabei forciert. Aus Sicht der Gemeinden zeichnet dieses Projekt aus, dass wir gemeindeübergreifend über 4 Gemeinden geschafft haben, dass wir miteinander das Glasfaser ausbauen und einfach die Infrastruktur für die Zukunft herstellen und eben einen ordentlichen Internetanschluss den Bürgern hier in diesen Gemeinden bieten können. Das steigert die Lebensqualität und stärkt die Region. Das Infil insgesamt zählt seit einigen Jahren zu den aufstrebendsten Regionen Österreichs. Wir haben Gott sei Dank eine gute wirtschaftliche Entwicklung, was wir früher nicht hatten. Und das können wir aber nur dann in Zukunft auch haben, wenn wir hier auch die notwendige Infrastruktur haben. Also solche Sachen wie Kanalwasser, was früher mal war, das ist eine Selbstverständlichkeit, das muss sowieso vorhanden sein. Kinderbetreuung, Schulen ist ein wichtiges Thema und dann kommt schon der Glasfaseranschluss. Das wollen die Leute haben. Viele wollen mehr im Homeoffice arbeiten. Das Streaming-Fernsehen wird immer populärer, vor allem bei den Kindern. Und das wird über das Kupfer auf Dauer nicht machbar sein. Es ist ein großes Thema, Leute, die zuziehen, fragen sofort nach einem Glasfaseranschluss. In Schardenberg kann in Zukunft jeder, der möchte, einen Anschluss haben. Welche Technik steckt nun hinter dem schnellen Internet? Also wir nennen das Rohrverbund. So ein Rohrverbund dient dazu, die Glasfaser in einem Röhrchen zum Endkunden zu bringen. Da geht dann die Glasfaser durch zum Kunden hin. Jeder Kunde kriegt ein so ein Röhrchen von einem Straßenverteiler weg. Und von dem Straßenverteiler geht es dann in der Regel durch diese dicken Rohre da. Und da geht man dann zu der zentralen Vermittlungsstelle. Die Vorteile von Glasfaser liegen dabei klar auf der Hand. Nahezu unbegrenzte und ungeteilte Bandbreite, ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Zukunft. Der Rheinbacher Handbiker Walter Ablinger ist bereit für die Paralympics in Tokio. Sein erklärtes Ziel ist eine Medaille. Insgesamt hat Ablinger gut 13.000 Trainingskilometer absolviert. OÖVP-Klubobmann Christian Dörfel machte sich vor Ort ein Bild von der Arbeitsweise des Bezirksabfallverbandes Braunau. Gerade für Braunau, so Dörfel, sei die Arbeit des BAV mit seinen 46 Gemeinden eine besondere Herausforderung. Als Kooperationspartner des Genusslandes Oberösterreich wird Ried bereits zum 5. Mal die Hauptstadt des Genusses. Der Rieder Hauptplatz wird einmal mehr zum Schlaraffenland der regionalen Lebensmittel. Beim Make Money Neuenloch-Turnier am Golfplatz in Freienberg holte Franz Eicher den Protosieg. Die Patienten des Brustgesundheitszentrums am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried erhielten von Schülern Herzkissen überreicht. Für die Schüler der Mittelschule der Franziskanerinnen eine Herzensangelegenheit. Die Unterstützung des Landes und des Bundes in Zeiten der Krise wirkt sich positiv auf Scharding aus. Hier wird, so Bürgermeister Angerer, ein konstruktives Miteinander gepflegt. Das Landesverwaltungsgericht hat die straßenrechtliche Bewilligung für die Umfahrung Mattighofen-Munderfing erteilt. Für Landesrat Günther Steinkellner ein wichtiger Schritt für den Weiterbau der Umfahrung. Wenn es um Geselligkeit geht, dann ist auf die Senioren des Bezirkes Schärding Verlass. Bei der Willkommen Oberösterreich-Tour des Seniorenbundes ist alles dabei, was zu einem gelungenen Nachmittag gehört. Viel Kultur, viel Musik, viel Geselligkeit, daneben ein wenig Information, auch ein wenig Politik, ein bunter Strauß, ein Nachmittag unter Freundinnen und Freunden. Wir hocken ein ganzes Jahr. Jetzt haben wir schon eingesperrt und haben gesagt, endlich kommen wir erst einmal ein bisschen raus. Und nein, schön, wunderbar. Das ist einfach wieder mal eine Wohltat, wenn man fortgegangen. Nein, wunderbar ist es halt. Vor allem für die Seniorenkapelle von Diersbach war dieser Nachmittag ein ganz besonderer. Ja, es war natürlich für uns wieder nach der Corona-Zeit wieder der erste Auftritt, der größte vor einem riesen Publikum. Also uns hat es wieder viel Spaß gemacht. Kein Wunder, Volksmusik gehört einfach zu uns Landsleuten.
Wir wachsen damit auf, es prägt unsere Region. Übrigens auch viele der Weltkomponisten nehmen auf unsere Volksmusik Bezug. Daher ist es schön, wenn es gepflegt wird und das ist auch die Tradition, die uns stark macht. Der Ulrich ist 86 Jahre, da sieht man, die Musik halt einen jung einfach. Von einem Ort, da im Viertel klingt der Pfarrer und der aus dem Ort stammende Busfahrer, Autobusfahrer zugleich im Himmel an. Der Petrus sagt zum Autobusfahrer, geh meiner, für die ist die Wohnung schon fertig. Zum Fahrer sagt er, 2 Monate für gefallen. Der sagt, der Petrus, wie haben wir es denn? Ich mache die Arbeit unten, der kommt 2-mal im Jahr in die Kirche, der geht rein und ich muss in die Fänge fallen. Wieso? Sagt der Petrus ganz klar. Wenn du mit dem Bus gefahren bist, haben die Leute zum Betten angefangen. Ja, es ist einfach wunderschön, dass Gemeinschaft wieder gelebt und erlebt werden kann. Und es ist einfach typisch oberösterreichisch, dass man zusammenhilft, zusammenhält. Insbesondere auch hier im Innviertel im Bezirk Schärding in Eckerting. Die Schärdinger sind halt gemütlich, kommen gern zusammen, haben schon darauf gewartet, dass sie wieder was tut und bleiben auch gern sitzen. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. In Oberösterreich verursachten Starkregen, Sturm und Hagel wiederholt schwerste Schäden. So auch am 28. Juli im Bezirk Braunau, wo sich durch die Unwetter die Landwirtschaft in einem Katastrophenzustand befindet. Der Gesamtschaden beträgt laut österreichischer Hagelversicherung alleine durch dieses Unwetter 11 Millionen Euro. Das heißt, die haben hier wiederum ca. 40.000 Hektar, die geschädigt sind. Inzwischen haben wir in Oberösterreich fast eine Fläche von 60.000 bis 75.000 Hektar. Das heißt, es ist ein sehr, sehr schadenreiches Jahr 2021. Die seit mehreren Wochen in ganz Oberösterreich auftretenden Unwetter haben immense Schäden an landwirtschaftlichen Gebäuden und Flächen verursacht. Wir sehen, dass die Landwirte unter freiem Himmel arbeiten und dass es bis zum Schluss, bis zur Ernte nicht sicher ist, ob man diese Ernte auch einbringt und damit auch die Ernährung gesichert ist. Wir sind aber trotzdem sehr stolz darauf, dass wir ein Versicherungssystem haben, das uns auszeichnet. Es gibt in Europa kein vergleichbares System, das heißt, die öffentliche Hand hilft mit, der Bund und das Land, aber der Landwirt muss sich selbst auch beteiligen und das garantiert auch eine Planungssicherheit für die Landwirte. Als Landwirt kann Landesrat Max Hiegelsberger mit den Betroffenen mitfühlen. Es ist einfach furchtbar, denn man bemüht sich ja um eine Ernte. Das heißt, es ist von der Aussaat über die Pflege, die Düngung, die Kultur, die man hier nutzen möchte. Und dann ist eigentlich von einem Tag auf den anderen das Gesamte vernichtet. Das geht nicht nur um die Ernte, sondern es ist auch die persönliche Arbeit und auch die Einstellung, die hier stark darunter leidet. Ein auf dem Land wohl alltägliches Bild, gerade zur Erntezeit. Was für viele Landwirte aber Teil ihrer Arbeit ist, ist für die Landjugend ein Wettkampfsport geworden. Genauer gesagt zählt das Pflügen zu einem der ältesten Bewerbe der Landjugend. Weil die Landjugend ein Traditionsverein ist, weil es Beschäftigung unterm Jahr ist, dass die Bewerbssaison einfach aufgefrischt wird. Es wird sehr gut angenommen von allen Landjugendmitgliedern. Es kommen sehr viele Besucher. Es sind ganz viele Fanclubs von den einzelnen Landjugendgruppen dabei. Und ein Fanclub konnte hier tatsächlich nicht schaden. Immerhin ging es beim Bezirkspflügen in Moosdorf um den Einzug in den Landesentscheid. Für den Erfolg ist eine gute Vorbereitung das A und O. Man muss sich im Herbst quasi schon mal Gedanken machen, wo macht man es, wo baut man die Wintergärtchen an und wartet, je nach Jahreszeit, wie es mit dem Dreschen ausgeht. Man sollte sich auch davor noch mal das Feld anschauen, bevor ein paar Wochen davor. Und dann muss man schauen, wie es wieder ist, wie es heute gewesen ist mit dem Regen. Wenn es noch mal drauf gerängt hat, war es dann nicht mehr gegangen zu machen. Die Teilnehmer hatten sichtlich ihre Mühe mit den Bodenbedingungen. Gepflügt wurde in den Kategorien Beet, Dreh- und Spezialdrehpflug. Es gehört halt schon viel Training dazu, dass das was wird, was Gescheites. Und ja, man sollte schon ein paar Parzellen machen, dass das passt. Und man sich auf den Traktor und auf den Flug einstellen kann. Ja, mir ist gut gegangen. Ein wenig los war es. Aber trainiert haben wir nicht so viel können, weil es aber relativ viel gerängt hat. Ja, es war sehr schwierig heute teilweise, weil
eher trockenere Stühlen dabei waren und sehr feuchte Stühlen. Ich bin dann ein paar Mal stecken geblieben, aber im Großen und Ganzen passt schon. Ob dann wirklich alles passte? Die Jury hat natürlich ganz genau hingeschaut. Das wichtigste Kriterium haben einmal die Geradheiten. Die werden fünfmal bewertet bei den verschiedenen Kriterien, sage ich mal. Dann natürlich, wie das Ganze gleichmäßig ausschaut. Und natürlich auch ganz wichtig haben auch so einzelne, soll ich sagen, das ist die Spaltfurche, das ist die erste Furche, was man gesehen hat am Anfang, wo es nur den einen Strich abziehen. Dann ist dann der Zusammenschlag und das Restbit zusammenmachen. Das Keilpflügen ist ein eigenes Kriterium. Und wie gesagt, das wird nach dem Punktesystem bewertet und ausgewertet. Ob erfolgreich oder nicht, im Anschluss durfte dann ausgiebig gefeiert werden. Die Landjugendgruppe Moosdorf hat für die Teilnehmer und auch für die Besucher einiges auf die Beine gestellt. Wir haben eben da Schang, eine Küche, alles eingerichtet, zwei Zelte, eine Weißbierbar. Wenn das Wetter noch ein wenig besser mitgespielt hätte, hätten wir Traktorgeschicklichkeit vorne auch noch. Aber das hat sich jetzt leider so ergeben. Ja, alle sind noch gut drauf. Mein Ackern hat auch alles gut hingehauen. Da sind wir froh dran. Auch wenn es nicht so aussieht, wir sind hier nicht am Klondike River, dem Nebenfluss des Yukon in Kanada. Wir sind mitten im Innviertel und der Mettmacher Franz Schwarzmeier geht seiner liebsten Freizeitbeschäftigung nach, dem Goldwaschen. Ein Freund von mir ist eines Tages, das war im 94er Jahr, einmal zu mir gekommen und sagt, jetzt gehen wir Goldwaschen am Bach. Das ist ungefähr 200 Meter weg ein Bachel. Da sage ich, dann gehen wir halt, ne? Weil jetzt sind wir da reingegangen. Jetzt haben wir etliche Schüssel durchgewaschen. Und wie es der Teufel haben will, ist ein Flankerl drin. Und seither hat mich das einfach nicht mehr loslassen. Seither zieht es ihn regelmäßig an die Flüsse und Bachläufe der Republik und weit darüber hinaus. Gold findet sich an vielen Stellen. Selbst hier im Innviertel ist der Goldwäscher bereits fündig geworden. Er weiß genau, wo sich eine Suche lohnen könnte. Bevor man mal einen Bach reinsteigt, schaut man sich nochmal an. Also man lässt einmal den Bach, sagt man da auf gut Deutsch. Es gibt viele Hindernisse in so einem Bach. Wenn man da heute schon anschaut, einen Baumstock, und hinter dem Baumstock kannst du das Gold verfangen. Oder die Kurveninnenseiten. Da lagert sich nach einem Hochwasser, die Kurvenaußenseiten wird abgetragen. Und auf der Innenseite lagert sich dann der Schulter ab, wie man jetzt da sehen, auf der Schulterbank. Und das ist ein gutes Zeichen. Meistens findet man da auch schon Eisen, alles Mögliche, was angeschwappt wird. Und da sollte man es dann probieren. Und da liegt auch dann das Gold. Die Technik des Goldwaschens hat sich seit den Anfängen in den Weiten des nordamerikanischen Kontinents kaum verändert. Man holt sich einfach eine Schippe Schotter und Sand aus dem Bachbett. Und das schwappt man dann durch. Am Anfang ist es einmal wichtig, gut durchschütteln, dass durch den Schotter das Wasser durchgeht und dass das Schwermetall ansitzen kann am Boden. Das Gold ist so etliches schwerer wie der Sand und das sinkt dann am Boden. Und da stellt man dann hinten die Schüssel auf und schwappt praktisch das leichte Material wieder weg. Und das wiederholt man so lang, bis da fast nichts mehr drinnen ist in der Schüssel. Eine Arbeit, die Geduld und Gefühl verlangt. Und da sieht man schon, wie es Gold vorkommt. Reich wird man mit der Ausbeute allerdings nicht. Bei uns in Österreich, ja, das war. Salzach ist ganz gut, ja. Aber wie gesagt, da musst du auch einen ganzen Tag mit der Schüssel arbeiten, ja, dann findest du vielleicht nicht ganz ein Gramm, ja. Lukrativer sind da schon die Wettbewerbe, auf denen der zweifache Staatsmeister weltweit vertreten ist. Ein Weltmeister im Zweierdem, das war in der Schweiz.
Ja, und vor zwei Jahren in der Tschechei mit der Nationalmannschaft auch Gold gemacht, also Weltmeistertitel. Ja, es kommt ja ein wenig was zusammen. Italien auch schon Vize-Weltmeister im Fünferteam. Bei so einer Meisterschaft erhalten die Teilnehmer einen Eimer mit 20 Kilo Sand, in dem kleine Goldstücke untergemischt sind. Es geht rein nur um die Geschwindigkeit und dass ich alles finde. Sollte ich eins verloren haben, kriege ich 3 Minuten Strafzeit und das kann das Ende schon sein von der Meisterschaft. Für diese Bewerbe hat sich Schwarzmeier eine spezielle Schüssel angefertigt. Die drechselt man dann selber. Man schaut, wie viel Rühner sollte man reinmachen. Man macht sie Jahr für Jahr, macht man sie fast wieder eine neue. Mit dem Gedanken, dass vielleicht auch wieder besser wird. Nicht wahr? Für den Innviertler Goldjungen ist das Goldwaschen mehr als ein Hobby. Eine Leidenschaft, die ihn zu den entlegensten Plätzen der Erde führt. Ja, ich kann mir das eigentlich nicht mehr anders vorstellen. Ich bin froh, dass ich zu dem gekommen bin. Also, wie gesagt, ich bin allein, ich kann da, was ich will. Und wenn ich heute sage, jetzt fahre ich dort hin und dann fahre ich hier und wasche einfach. Und kann ich bleiben einmal 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen, ist wurscht. Und neben den errungenen Titeln gibt es auch viele kleinere Erfolge. Das ist natürlich schön, wenn ein bisschen was hier kommt. Und ja, das ist ja nicht so, dass jeder Schüssel was drinnen ist.